So, wir sind immer noch auf den in den Haunted Halls und in den Kommentaren stand, ich soll mich doch hier noch mal ein bisschen genauer umgucken, da es wohl noch ein zweites Secret gibt. Okay, also wir sind einmal die ganze Außenwand lang gegangen, da war soweit nichts. Wir sind einmal den Knubbel hier abgegangen, ich glaube einmal den. Aber das können wir noch mal kurz wiederholen. Wir gehen einfach an dem Knubbel. Achso, das war der, den wir gerade eben gefunden hatten. So, dann kannst du wieder auf. So. Gucken wir mal weiter. Ich höre schon wieder Legionäre. Okay, ein Legionär. So, hier ist nix. Nix. Und da ist ja der Knopf für das, was wir eben gerade gemacht haben. Nee, gut. Dann gucken wir uns diesen unförmigen Knubbel da hinten mal an. Den hier nehme ich. Und machen erstmal Licht. Okay, kein Schalter, kein Schalter. Nö. Du respawnst echt zu schnell. So. Jetzt lass uns in Ruhe nach dem Schalter gucken. Aber nee, schaut nicht so aus. Na gut, haben wir noch den Mini-Knubbel da unten. Und darunter gleich noch einen. Also das hier ist erstmal der Mini-Knubbel. Da hinten geht was auf. Sehr. Sehr schön, wollte ich sagen. Bevor die beiden mich hier unhöflicherweise unterbrochen haben. Genau ihr. Ihr, die wir jetzt ohne Stamina töten müssen. Und die weichen immer so schön aus. Ja, die sind schon praktisch. So, nur noch einer. Und da können wir jetzt hier in Ruhe tanzen. So, das wäre schon mal ein Secret mehr im Sack. Fehlen nur noch, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, zwei. Denn wir haben in der Etage, also eine Etage tiefer, haben wir schon eins gefunden gehabt. Das heißt, das darf nicht mitzählen. Und was haben wir hier? Ein Frostbite Necklace. Resist Cold 50. Sehr schön. Also haben wir jetzt gegen alles einen Schutz, richtig? Was gibt's alles? Feuer. Schock. Haben wir irgendwas gegen Schock? Wir hatten schon mal Schuhe gefunden, aber ich denke, die waren auch Kälte. Na gut. Das hätten wir schon mal von der Liste gestrichen. Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, ich solle doch nördlich der Fighters Challenge nochmal gucken. Fighters Challenge wäre hier. Nördlich der Fighters Challenge. Also entweder direkt hier oder da oder da. Gucken wir erstmal da hinten hin, das ist am nächsten dran. Also, raus aus den Haunted Halls. Dann würde ich eigentlich ganz gerne nochmal schlafen. So. Und ich höre hier schon wieder irgendwas Schleimiges. Ah, hier waren die Schnecken. Komm schon, so eine Schnecke kannst du doch inzwischen one-hitten, oder? Na, also. So, die war schon angeschlagen und hätte jetzt schon den dritten Schlag aus. Oh, gar nicht. So, da laufen wir jetzt auch nicht mehr weg. Die dürfen uns nämlich langsam gar nichts mehr können. Und wir wollen ja eh gleich schlafen. So. Stirb. Hässliches Ding. So, Essen? Fragezeichen? Oh, nicht wirklich. Und jetzt dürften wir hier eigentlich in Ruhe schlafen können. Mit etwas Glück. Pech, wie auch immer, werden wir gleich von einer respawnenden Schnecke geweckt, aber das kratzt uns ja nicht wirklich. So, das reicht. Dabei fällt mir gerade auf, wir haben gar keine Fackel dabei, um eventuell mal sowas hier auszulösen. Das ändern wir doch gleich mal. Und hier wäre jetzt, also ab hier wäre jetzt nördlich der Fighters Challenge. Ein bisschen weit nördlich für meinen Geschmack, aber man weiß ja nie. Was haben wir hier? Hör nix. Na gut, dann kannst du auch wieder mit. Da liegt gleich noch eine Fackel. Die kam wahrscheinlich aus der Halterung da hinten. Kein Knopf. Was steht hier? Ah, die Maze of Madness. Ja. Hier war ein Secret gewesen. Das weiß ich noch.
Und hier könnte jetzt noch irgendwo noch ein Secret sein. Was hast du jetzt gemacht? Ist irgendwo ein Teleporter weg? Jetzt weiß ich auch nicht, welcher Zustand gedrückt und welcher nicht gedrückt ist. Also hier sind soweit alle Teleporter noch so, wie sie vorher auch waren. Hier ist eine Lücke. Und hier ist die Lücke immer noch. Wo sind wir jetzt? Da war auch eine Nische, also wahrscheinlich auch ein Secret. Und noch mehr Knöpfe, die irgendetwas machen. Sowas kann ich ja gar nicht ab. Also wenn man kein Geknirsche von der Mechanik oder Stein auf Stein oder sonst was hört. So, hier waren wir doch eben gerade schon. Ich habe jetzt kein bisschen die Orientierung verloren. Und diese Teleporter sind irgendwie auch tierisch laut im Vergleich zu den anderen Sounds. Ich weiß auch nicht. Aha, der Knopf da hinten hat wohl das hier weggemacht. Wie kam der da hinten hin? Jetzt sind wir wieder beim Eingang. Ja, ich mag die Ecke hier nicht. Also, der da hinten und der hier bringen uns direkt hierhin zurück. Die bringen uns in die Mitte und von der Mitte aus können wir die Kette sehen und da den Weg zurück. Gehen wir Richtung Kette. Dann kommen wir auch zur Kette. Gehen wir mal von der Kette aus nach rechts. Geht's wieder zurück. Von der Kette aus nach hinten. Geht's wieder zurück. Und von der Kette aus nach links. Jetzt wieder hierher, wo der eine Knopf war. Der da, der auf der anderen Seite jetzt einen Teleporter deaktiviert. Also das ist der Weg, den man normalerweise wohl hätte gehen müssen. Und den wir ja auch schon einmal gegangen sind. Aber das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Aber nee. Ich denke nicht, dass hier das gemeint war. Denn hier waren jetzt schon zwei Nischen, wo wahrscheinlich Secrets wären. Und drei Secrets in einem Raum finde ich doch ein bisschen übertrieben. Also gucken wir nochmal ganz kurz im Walkabout nicht. Da haben wir das Secret auf jeden Fall schon gefunden. Wir gucken kurz da rein und versuchen da hinzukommen. Dazu müssen wir wahrscheinlich aber erstmal wieder nach oben. Kommen denn da raus und müssen hier irgendwo wieder runter. Also raus und rechts an der Wand lang. Raus und rechts an der Wand lang. Jetzt müssten wir gleich im Hauptkorridor sein. Genau. Hier ist der Walkabout, da können wir auch noch einmal so durch. Ja, hier ist der Legionär gespawnt, ein Beutel und noch irgendwas. Das haben wir auf jeden Fall schon. So, und hier ist noch ein Bereich, der einigermaßen nördlich von der Fighters Challenge ist. Da waren die Spinnen drin. Also wir sollten hier auch schön auf Schalter achten. Erstmal rechts die Wand lang. Bisschen Fleisch, nö. Nö, nö. Was haben wir hier? Noch irgendwelche Waffen auf dem Boden? Brauchen wir auch nicht. Und ich glaube, hier war auch schon ein Secret. Also wegen der Nische nicht unbedingt, sondern weil wir die eine Waffe da auf den Boden geschmissen hatten. Die kam... Doch, die kam aus der Nische und war ein Secret. Okay, hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Aber wir sind jetzt schon mal alle Außenwände lang gegangen. Bleibt nur noch der Knubbel in der Mitte. Und das sieht nicht sehr vielversprechend aus. Nö. Na gut, raus hier. Dann können wir jetzt noch direkt zur Fighters Challenge gehen. Oder erstmal nach oben. Gehen wir erstmal nach oben. So, das heißt, hier sind wir jetzt hochgekommen.
Und da müssen wir dann runter, um da hinzukommen. Ja, es könnte ungefähr hinhauen. Ja, haut auf jeden Fall hin. Also, ist das hier Krimskrams. War hier irgendwas bei, was wir noch brauchten? Ich glaube, ich habe das letzte Folge oder vorletzte Folge schon mal durchgeguckt, aber kann sich was geändert haben? Nö, kann alles hier bleiben. Und schon wieder Licht. Also ja, ich könnte es auch einfach in der Hand behalten, aber das will ich mir abgewöhnen. Sonst vergesse ich das ja auch immer wieder mit dem Schild zurückzuwechseln und so weiter. So, da runter. Dann wären wir jetzt da. Und das wäre auf jeden Fall nördlich der Fighter Challenge. Also schön rechts an der Wand lang, wie wir das gewohnt sind. Kein Schalter. Kein Schalter. Was ist das? Das ist so ein Schild. Nee. Oh, ein Kraut, das kommt erst mit. Und nö, hier unten ist kein Schalter. Hm. Vielleicht war ja in der Fighter Challenge nördlich gemeint. Also, dass wir erstmal in die Fighter Challenge springen müssen, dann die Fighter Challenge selbst bestehen und dann im Norden von dem Raum, wo die Fighter Challenge drin ist. Sonst weiß ich jetzt nicht, was der Kommentar meinte. Aber gut, hier müssen wir erstmal wieder raus. Tup, 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 tup. Und dann wieder hier rum. Und hier hatten wir das gemacht, ne? Mit dem Armband. Ich glaube schon. Aber man kann ja kurz mal hingucken. Ja, ich sehe da nichts mehr funkeln. Nein. Gut. Hier unten liegt auch nichts. Nö, den muss ich jetzt entweder missverstanden haben oder es ist echt in der Fighters Challenge. So, nochmal hier dran vorbei. Jetzt weiß ich auch, dass wir da schon drin waren. Ist auch okay. Fällt mir noch so irgendwas ein? Was ist mit hier? Also auf einem ganz falschen Level. Eigentlich wollten wir in Level 6 was gucken. Aber hier oben. Ich glaube, hier war das mit den Wänden, die weggehen. Da waren die Krabben drin. Genau, deserted Tunnels, die nicht so deserted waren. Aber ich glaube, hier hatten wir uns schon ausgiebig umgeguckt. Nee, da wird nichts sein. Na gut, mein Plan ist jetzt, ich gehe jetzt wieder runter. Und werde mich dann mal testweise vorbereiten auf die Fighters Challenge. Da geht's weiter runter. Und gucken, wie das denn so läuft. Also ein, zwei Versuche kann man sich ja mal gönnen. Denn ich denke, wenn wir damit zu lange warten, wird es später auch einfach nur albern. Und es soll ja auch eine Herausforderung sein. So, hier ging es jetzt runter. Aber wir haben kein Zeug dabei. Das Zeug lag irgendwo in einem Beutel. Also mit Zeug meine ich die ganzen Bomben. Das müsste eigentlich hier am Anfang gelegen haben. Nö. Dann war der Treppe nach unten. Schub, 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 schub. Und ich höre schon wieder irgendwo eine Krabbe rumkrabbeln. So, das sieht gut aus. So, warst du hier drin? Ja, du warst hier drin. Dann brauchen wir noch das Feuerschwert. Das ist ein guter Clicky. Wir brauchen die Next-Klinge, um überhaupt reinzukommen. Wir brauchen keine Steine. Was machst du? Mehr Attack Power. Ne, wir wollten das mit dem schneller Schlagen mal ausprobieren. Den Scale Cloak, den wollte ich eigentlich anziehen, weil wir dadurch 3 Punkte mehr Ausweichen haben. Und Energie können wir auch durch Tränke zu uns nehmen. Ja, das ist okay so. Was haben wir hier hinten noch? Nur Essen. Apropos Tränke. Ich glaube, ich hatte irgendwo mal Flaschen weggeschmissen. Und das beißt mir jetzt in den Hintern. Denn ich würde schon ganz gerne jetzt ein paar mehr Tränke machen. Also um einen mehr Heiltränke, denn aber auch mindestens einen Geschwindigkeitstrank und mindestens einen Mana-Trank.
war der Mana-Trank eigentlich? Also Geschwindigkeit war auf jeden Fall ein Heilkraut und dann noch irgendwas. Hole ich die mal alle raus. So, testweise. Nee. Nee. Nee, Antidot wollen wir nicht. Und hier kann man sonst auch nichts drehen. Nö. Und so fallen mir die Rezepte auch nicht wirklich ein. Stehen die vielleicht irgendwo drauf? Ein Gegengift. Nee, das wollten wir nicht. Was haben wir hier? Ah, genau. Potion of Speed. Blood Drop Blossom. Das sind die. Und Milkweed. Das sind die hier. Achso, und das sind die Mana-Tränke. Ah, okay. Also Potion of Speed brauchen wir hoffentlich nur eine. Ah, wo sind jetzt die ganzen Flaschen hin? Ich hatte doch welche weggeschmissen, oder? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Wir könnten sie jetzt mit 4 Tränken probieren. Und vor den Geschwindigkeitstrank trinken. Na gut, wir müssen so oder so erstmal abspeichern. Nicht laden, nee, nicht laden. Speichern. Und wir überspeichern wieder 33, denn ich habe mich da schon ein paar Mal verklickt. Eigentlich ist das jetzt auch erst 32. Aber ja, wir überspeichern jetzt den. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und wenn das dann nicht klappt, dann suchen wir halt die verloren gegangenen Flaschen. Also, bis gleich.